So, deine Tagesenergien für Freitag, den 29. Juli 2022. Schauen wir mal rein, was die Karten dir sagen wollen. Für rund um dieses Datum, die weiß, die Energien sind ja fließend, also ne, kann auch schon ein bisschen vorher stimmig sein, kann auch noch ein paar Tage nach diesem Reading nachwirken, wenn du jetzt vielleicht denkst, so, na, also bei mir jetzt noch nicht und dann am nächsten Tag kommst du dann erst so richtig dicker. Also ja, also ich deswegen sage ich immer rund um dieses Datum. Also rund um Freitag, den 29. Juli, wir schauen mal rein und die Tagesenergie geht um das Thema sich festgefahren, gefesselt in sich selbst fühlen. Ob du dir diese Fesseln angelegt hast oder ob du das Gefühl hast, jemand anderes hat es getan oder irgendeine Sache, die dich an irgendwas bindet, wo du dich irgendwie verpflichtet fühlst, aber schon länger auch keine Lust mehr hast oder keine Kapazitäten dafür frei hast, das wirst du selber am besten wissen. Vielleicht magst du es auch in den Kommentaren mit uns teilen, was dich vielleicht gerade so festgefahren macht. Und die Frage ist halt, gibt es eine Möglichkeit, aus der Sache rauszukommen? Vielleicht nicht in einer Hauruck-Aktion, aber diese ganzen Schnüre und Knoten, mit denen sie hier irgendwie so festgefangen ist, vielleicht nach und nach sanft zu lösen, sodass man aus der Nummer, an der man vielleicht wirklich festgefahren ist, so elegant wie möglich wieder rauskommt. Jetzt ist natürlich die Frage, woran ist man gebunden? Ist es halt eine Sache, irgendwas, ne? Oder ist es auch man selber, dass man so selber nicht aus seiner Haut herauskommt, aus seiner festgefahrenen Denke herauskommt, in seiner Box so unterwegs ist und den Horizont, die Weite des Horizonts gar nicht sieht? Dann kann natürlich auch es sinnvoll sein, mal einen Perspektivwechsel einzunehmen. Also diese Karte erinnert mich aus dem klassischen Tarot auch immer an den Gehängten, der ja auch über Kopf gefesselt ist und festhängt. Und da haben wir auch zwei Botschaften in einem. Das eine ist, dass es so ist, man kommt gerade irgendwie nie weiter. Und das andere ist aber, wechsel mal die Perspektive, guck mal anders auf die Dinge, stell vielleicht auch mal andere Fragen, um zu anderen Antworten zu kommen, zu anderen Lösungen zu kommen, um neue Gedankenmuster durchspielen zu können, wie man vielleicht doch wieder aus der Nummer rauskommt. Gegebenenfalls auch mit der Hilfe von einer außenstehenden Person, die nochmal ganz neu mit frischen Augen, mit einem frischen Blick auf eine Sache draufschaut und dir ganz andere Perspektiven gibt, weil sie eben neue Denkströme mit reinbringt, auf die du selber vielleicht in dem Moment gar nicht gekommen wärst. Aber wir gucken mal ins klassische Tarot. Das heißt, so klassisch ist es gar nicht. Ich habe hier mein Rabentarot von der MJ Cullion dabei. Wenn du dich dafür interessierst, welche Decks ich heute benutze, die findest du auch in der Infobox unten alle aufgelistet. Da gucken wir mal, was wir hier vielleicht noch an ergänzenden Botschaften für dich haben. Da haben wir den Herrscher, der definitiv nicht festgebunden ist, sondern der Herrscher ist immer auf dem Sprung, hat aber auch schon jede Menge erlebt. Also der ist nicht Herrscher geworden durch Geburt, sondern der ist Herrscher geworden, weil er sich das aufgrund seiner Wege, seiner Schlachten, die er gekämpft und gewonnen hat, verdient hat. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dieses was mache ich denn, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme und das Gefühl habe, ich kämpfe gegen etwas oder jemanden an. Dann ist es meine Aufgabe, trotzdem in meiner Kraft zu bleiben, gegebenenfalls auch mein Herr mitzuleiten, ja, und mich zu behaupten, mich mit Witz und eben auch Perspektivwechsel an so eine Sache ranzutasten oder mich da durchzubringen, damit ich eben auch erfolgreich aus der Nummer wieder rauskomme und dann hoch erhobenen Hauptes meinen Sitzplatz einnehmen kann und gegebenenfalls an eine Heilung gehen kann, aber eben auch erkenne, wie großartig ich bin, wie kraftvoll ich bin. Aber das erkenne ich ja erst, wenn ich es gemacht habe. Und Dinge, die mir vielleicht am Anfang unüberwindbar erscheinen, sind, wenn ich sie dann gemacht habe, dann doch, dass man sagt, wow, also das hast du echt gut gemacht, das hast du wirklich gut geleistet. Da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, weil ich jetzt erst erkannt habe, wie großartig ich bin, was alles in mir steckt. Und habe mich selber, und das haben jetzt diese drei Karten hier wirklich gemeinsam als roten Faden, habe mich selber, und hier kommt die vierte Bestätigung, aus der Situation rausgeholt und habe mich behauptet mit dem, was sich im Leben mir gezeigt hat und bin daran auch gewachsen, weil ich weiß, wenn ich nochmal in so eine oder in eine ähnliche Situation kommen würde, dann wüsste ich sehr viel schneller, wie ich es machen kann. Und so sagt man ja so schön, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Das könnte jetzt auch hier die Botschaft für dieses Reading sein, wo es immer ist, bei dir gerade ruckelig ist oder nicht so läuft. Wenn es dich nicht umbringt, macht es dich stärker. Und ja, alles, was, ich zeige dir jetzt hier bewusst verkehrt rum, weil die über Kopf gefallen sind, die Karten.
was vielleicht auch mit einer Geduldsfrage zu tun hat oder auch, wo du das Gefühl hast, das Leben ist einfach gerade voll gegen dich oder sowas, ja, der ein oder andere. Dieses auf der einen Seite, manche Prozesse dauern so lange, wie sie dauern und gleichzeitig der Hinweis, aber wenn du nichts tust, ist genauso schlimm, wie als wenn du es versuchst, mit einem krampfigen Gewaltakt zu machen, sondern es geht schon darum, geduldig auch mit sich selbst zu bleiben. Das ist fast so ein bisschen, weißt du, wenn du, kennst du das, wenn irgendwo sich Schnüre oder auch eine Kette verheddern, dann hast du da so viele Knoten drin und versuchst sie auszuentknoten und sowohl nichts machen, ändert nichts dran, dann bleibt der Knoten halt drin, dann bist du halt weiter gebunden, ja. Aber auch mit Krampf und Schnelligkeit und es muss doch irgendwie gehen, macht man es manchmal noch schlimmer. Und deswegen auf der einen Seite geduldig bleiben, trotzdem in Aktion gehen und zwar aus einer Ruhe und Gelassenheit heraus, und aus einer strategischen Klarheit heraus, weil dich das dann zur Lösung bringt und du dich darüber hinaus behaupten kannst, um dann zu sagen, okay, was mich nicht umbringt, macht mich stärker und nochmal wird mir das dann nicht passieren. Oder wenn mir so eine ähnliche Situation nochmal passiert, weiß ich schon, wie ich die lösen werde, weil ich habe es einfach schon mal grandios gemacht. So, das war erstmal so die Grundbotschaft für heute. Ich gucke mal, was wir jetzt hier noch als abschließende Botschaft für uns haben. Voilà, da haben wir sie schon. Da haben wir, eigentlich müsste ich sie so halten, genau. It is in the silent pause, ja, genau, that we find the answers to our questions. It is in the breath that we anchor the soul. Also, es ist in den leisen Pausen, in denen wir die Antworten auf unsere Fragen finden. Und es ist in unserem Atem, dass wir den Anker in unserer Seele finden. Also, ja, einer atme ein, atme aus, ruhig bleiben. Und dann aus der Ruhe heraus agieren, kraftvoll agieren, dann kommt die Lösung, ich blende sie so mit meinem Licht, ne? Kommt die Lösung ganz schnell, geduldig, langsam, schnell, wie auch immer, zur rechten Zeit in dein Leben und zwar wie von alleine. So, das war die Tagesbotschaft für rund um unseren Freitag und dann danke ich dir fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Lass mir gerne ein Gefällt mir da, deine Denise.